So, dass Hedwig sich zu fein ist, das Lexikon einfach aus dem Schrank zu nehmen und in seinem Inventar hinzuzufügen als nachlesbaren Check. Das habe ich mir jetzt aus meiner Aufnahme der letzten Folge einfach mal rausgeschrieben, was der sagt. Wir können schon mal eines festhalten. Der gelbe Ornithus ist der größte. Yay! Das können wir uns schon mal festhalten. Hernikus ist größer als Probel, aber kleiner als Afrius. Das heißt, Afrius könnte der zweitgrößte Planet sein. Ja, bestimmen wir erstmal die Größe. Probel ist auf jeden Fall einer der kleinsten. Dann noch kommt Vernicus. Und dann nach Arius. Silens ist der zweite Planet. Und sonst ist ihn aber nicht der zweitkleinste. Das heißt, er ist der kleinste, oder wie? Das heißt, Silens ist der kleinste. Sagen. Das heißt ja auch, dass von der Sonne wären die Planeten immer größer und nach Pornitus wären sie kleiner. Aber warum ist der dann? Ist der größer als der? Das macht dann irgendwie keinen Sinn, dass der auch dann größer ist als er. Wie kann der Sonne immer größer werden und nach Pornitus immer kleiner? Oh. Oder vielleicht ist das die Sonne. Ja, bestimmt. Sinus ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Wir dürfen mal sagen, das ist die Sonne. Er ist der zweite im System, aber nicht der zweitkleinste. Blau. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Zur Not ist das hier auch eine optionale Folge. Oder muss ich halt für die nächste Folge noch eine Komplettlösung gucken, weil ich da hier nicht tausende von Folgen wieder verbringen möchte. Es gibt so ein paar Rätsel, die ich ja wirklich abgrundtief hasse. Und ich dachte, Kapitel 3 wäre das Schlimmste. In der Askin-Schlucht. Weiter. Vernicus ist größer als Probel. Aber kleiner. Als Avios. Probel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt. Zweitgrößter. Aber dann passt das auch mit der Sonne irgendwie nicht. Ach, ich verstehe das nicht. Ja, er kann entweder ihn verdunkeln oder so. Einer von den beiden ist schon mal Probel. Hauptsache, er steht fest.
Größer als Vorbild Vernikus. Kleiner als Avrius. Jetzt kommt die Frage, wer von den beiden ist größer? Die sehen für mich beide gleich groß aus. Ist der größer? Dann könnte das Avrius sein? Der rote. Ich habe echt keine Ahnung. Ne, warte, stopp. Lilane. Vernikus ist rot. Stimmt das überhaupt so? Keine Ahnung, kolben wir einfach mal. Ich bin gerade verwirrt. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Frau wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt. Der eine Position näher zur Sonne steht. Das heißt, vor Frobbel muss ein größerer Planet sein. Frobbel. Was sein hier ist die Sonne, dann ist das Frobbel. Von der Sonne werden die Planeten immer größer und noch Pornitus immer kleiner. Der Satz verwirrt mich irgendwie. Weil der ist ja nicht kleiner als der. Mal wen? Vernikus ist kleiner als Avrius. Rot und Lila vertauschen. Oder kann. Kann eigentlich gar nicht sein, oder? Silenz ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Oder wenn ich sage, das ist Silenz. Das heißt ja nur, dass er nicht der zweitkleinste ist. Wenn das hier jetzt zum Beispiel die 1 wäre und dann hier die 2. Das müsste ich auch gar nicht sagen, ob ich richtig liege, sondern erstmal die Kurbel. Geh doch nicht weg. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Es ist größer als Vorbild, aber kleiner. Vernikus, Rot, Avrius, Lila, vielleicht ihr beide mal vertauschen? Kann die Reihenfolge nicht einfach blau, grün, weiß, gelb, rot sein? Das hat im Goldenstein doch auch funktioniert. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Hm.
Schlenz ist der zweite. Für mich der zweitkleinste. Von der Sonne werden die Planeten immer größer, noch Pontus immer kleiner. Es könnte natürlich auch sein, dass das dann auch kommt, weil die hier immer kleiner werden. Aber man kann es entweder so sehen, dass so die Reihenfolge ist, dass sie größer werden oder so kleiner. Silens ist der zweite Planet. Das könnte auch der sein dann. War nicht der zweitkleinste. Bei Silens wird nicht gesagt, in welchem Maßstab er sich jetzt genau befindet. Im Gegenzug mit Wernicus, der größer ist als Probel, aber kleiner als Avrius. Gut, dass ich mir das alles aufgeschrieben habe. Sag mir mal, du bist der zweite Planet. Wernicus ist größer als Probel. War kleiner als Avrius. Avrius ist der lila. Ne, was? Nimm mir die Kurbel doch nicht immer weg. Das funktioniert noch nicht. Immer noch nicht! Also gib mir die Ideen aus. Größer als Frobel. Kleiner als Avrius. Könnt ihr mir nicht sagen, wie groß die alle sind? Wer von den beiden jetzt größer ist? Der ist größer, oder? Also hatte ich das vorhin auch schon. Gut. Oh, ich hab keine Ahnung. Das funktioniert. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Silens ist der zweite, aber nicht der zweitkleinste. Er ist der kleinste, oder? Man könnte Silens der kleinste sein. Er ist größer als der. Nehme ich jetzt einfach mal an, auch wenn die für mich gleich groß aussehen. Und Wernicus ist kleiner. Das ist Wernicus. Das ist der rote. Avrius der lilane. Los! Funktioniert endlich! Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Dann gucke ich nach. Das wird mir langsam auch zu doof.